Guten Morgen und grüßt euch zum nächsten Türchen. Und diesmal habe ich mir gedacht, für Brina fehlte dieses Mal einfach Einhörner. Und dann machen wir doch mal einfach ein Einhornspiel, was jetzt schon nach, also das ruft schon nach Qualität, weil wir wissen alle von Steam, dass Spiele aus Russland immer 1A-Qualität sind. Das ist jetzt schon so schwer, sich auszuwählen, wie man hier nimmt. Die haben alle verschiedene Charaktere, sehen alle unterschiedlich aus, sie leben alle in unterschiedlichen Welten. Einige sind arm, einige sind reich, einige spucken auf andere. Meine Fresse, ist das wieder. Wir haben hier oben einen Dieb, der ist aber auch gleichzeitig ein König, und aber möchte nicht seine Krone abnehmen. Und denkt jeder, warte mal, ist das der König? Nee, es kann ja nicht sein. Der König würde doch nicht bei uns einbrechen und die Urne meiner Großmutter klauen. Weißt du, so ein bisschen. Dann haben wir hier die Basic Nerd Otaku-Frau, hier haben wir, der ist, ne, und dann haben wir hier, das ist zum Beispiel eine, die ist so hübsche, die bei Instagram immer so zeigt, so, oh, bless, oh mein Gott, es ist so schön zu leben und so. Dann haben wir die Königin, eine Prinzen, keine Ahnung, der ist langweilig und denkt sich nur so, warum ist nachts immer mein Vater unterwegs? Und dann haben wir die Bibliothekarin, mein Gott, sieht das Horn immer scheiße aus, tut mir leid, Brina, aber meine Fresse. Einige haben überhaupt kein Horn, wo ist denn hier das Horn? Dann haben wir die Bühnen, ich weiß gar nicht, sind das Weibchen oder Männchen? Wir haben die Bühnen, Bitch, und ganz am Ende, die kommt aus dem Ausland, weißt, die versteht keiner, sagt, oh mein Gott, die Ausländerin, die hat so viel Feuer. Und die sind so offen, weißt du, so ein bisschen. Ich finde ja, das sieht am hübschesten aus. Oh mein Gott, ich bin auch basic. Weil das ist zu heftig. Wir nehmen aber natürlich den König, oder? Obwohl, die Flügel, was sind das für Flügel, fällt mir jetzt erst auf. Nee, wieder nehmen wir sie. Die hat wenigstens richtige Flügel. Jetzt hat plötzlich die Flügel weg. Was ist denn jetzt los? Kannst du mir doch nicht zeigen. Und dann, ich wähle dich aus. Das ist ja wie hier Ausstopfen von Bras oder so. Oder von Hosen. Da wähle ich dich, weil ich deine Flügel gut finde. Das ist Catfishing. Nee, wie heißt das? Wow. Dann treffen wir uns. Und dann, übrigens, es gibt keine Musik. Ich werde eine Hintergrundmusik finden und dahinter packen und so. Nur falls ihr euch wundert. Ist halt ein Qualitätsspiel. So. Eigentlich dürfte ich die gar nicht nehmen, weil sie schwarz ist. Und irgendeinen Grund hier einfügen. So. Ich verstehe das auch noch nicht ganz. Aber was ich rausgefunden habe, ist, dass du darfst keine Präferenzen haben. Das heißt, ich durfte gar nicht nach den Flügeln gehen. Ah, also müsste ich jetzt eigentlich froh sein, dass die Flügel weg sind. Das heißt, Catfishing war okay. Anlügen ist super. Lügen ist was Gutes. Haben wir das auch gelernt. Wir können das Horn ändern. Das macht sie aber eigentlich nur zu Pferden mit angeklebten Hörnern und nicht mit zu Einhörnern. Ich könnte falsch liegen. Da muss mir dann Brinana, die Expertin, nochmal hier genauer sagen, wie das ist. Aber es ist ganz schön schlimm. Das sind einfach nur Aufschneide. Hörner. Wir nehmen natürlich aber das Horn, weil es einfach am besten passt. Das hier, das sieht alles es sieht alles nicht passend zu ihr aus. Die Bühnenfrau, das sieht natürlich aus. Wir können auch den natürlichen Look einfach mal nehmen. Wie wäre das? Aber eigentlich war sie ja Bühne. Wisst ihr was? Mir fallen keine Namen ein. Irgendein Name, der dazu passt, dass sie auf der Bühne arbeitet, aber jetzt nach Hause kommt, gerade geduscht hat und jetzt total natürlich ist und runterkommt von dem ganzen Stress, von diesem ganzen Schminke und irgendwie Kostüme anziehen und rumtanzen. Oh, so anstrengend, so richtig eine berühmte Diva zu sein und so. Nein, sie macht das, das ist ihre Leidenschaft. Ihre Eltern haben gesagt so, oh mein Gott, werde doch Apfelexpertin oder renne von A nach B, so wie wir es tun, und sagt, nein, ich will auf die Bühne. Und dann hat sie es ganz alleine geschafft. Deshalb ist es ein schweres Leben für die. Sie heißt jetzt einfach mal
Jules. So. Und Jules hat jetzt einfach gedacht, ich bin emanzipiert, ich gehe jetzt ins Ausland und werd's. Und sie wird's vielleicht nicht groß, aber sie hat es geschafft und sie ist jetzt auf der Bühne. Und es ist sehr schwer, aber wenn sie nach Hause kommt, kommt sie immer runter. Und deshalb hat sie ihren ganz natürlichen Look jetzt, ihr Horn. Und viele würden jetzt sagen so, wie schlimm, weil das kannst du doch nicht zeigen, das ist ja ein natürliches Horn. Aber es ist das hübscheste Horn, das natürliche Horn. Und sonst ist ja alles immer nur vollgekleistert mit Farbe und Glitzer. Und das ist auch nicht gut für das Horn. Das reibt das Horn auch ab und macht es stumpf. Damit kann sie überhaupt keine anderen Leute irgendwie Hallo sagen. Wofür haben die überhaupt Hörner? Wofür sind das Sabrina? Wofür ist das nochmal gut? Auf jeden Fall nehmen wir jetzt den natürlichen Look von Jules, nachdem sie von ihrer harten Arbeit zurückgekommen ist. Weil Jules ist eine super nette und liebe. So. Das ist ihr Braid, genau. Sie hat natürlich immer noch Glitter in den Haaren, weil sie spielt in Unicorn, das Musical, mit. Und da geht es darum, dass einige Pferde von Zügen überfahren wird, von einem bösen Pferd mit einer Maske. Und das ist ganz schlimm, weil dabei sagt er, it's the circle of life. Und dann sagen sie, das ist Bullshit. Du fährst in einer geraden Linie über dumme Pferde, die nicht aus dem Weg gehen. Und das ist auch gleichzeitig Kritik an den Einhörnern, die sich so sehr an das Leben bei kleinen Mädchen in ihren Gedanken verfestigt fühlen, dass sie nicht mehr vom Gleis runtergehen, weil sie denken, nein, soll doch der Zug mir ausweichen. Versteht ihr? Das ist super clever, richtig heftig, gut geschrieben und so richtig von so ein paar Literaturstudenten. Und das ist eine Metapher. Und das Pferd, das kein Horn hat, das kommt raus, ist später ein Halbeinhorn und sein Horn kriegt es immer woanders. Und das zeigt dann auch diese Zerrüttung zwischen Interracial Unicorn Stuff. Da kommt auch ein Esel vor, aber das ist jetzt was anderes. Ihr müsst hier gucken. Das ist echt heftig. So, in Wirklichkeit ist sie nämlich... Boah, ist das hässlich. Nein. Achso, Glitzer ist normal? Was ist denn... Oh, hier geht's doch los. Ja, das ist doch viel besser. Stylisch, wenn sie noch ausgehen möchte. Aber Jules ist jetzt gerade zu müde. Die hat sich jetzt gedacht, ja, hier, wo sie hingekommen ist, in die Großbergenwelt, da geht das Einhorn ab und da sind auch viele, viele Typen, Hengste und so. Gibt es Einhorn, Hengste? Oh mein Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es gibt doch My Little Pony, das ist was anderes. Sie hat auch jemanden, den Esel, den der Esel spielt. Das ist wirklich ein Esel. Das ist, der kommt von weit her und der hat es geschafft. Und viele sagen so, ach, ein Esel. Aber sie findet den voll süß und isst auch immer mit denen Mittag und so. Und er bringt sie immer zum Lachen. Voll schön. Und deshalb würde sie sich trauen, ihn anzusprechen. Aber sie denkt sich so, nein, jetzt geht es erstmal darum, ihre Karriere voranzutreiben. Oh mein Gott, das wäre jetzt ein bisschen, habe ich das Gefühl, problematic in der heutigen Vogue World. Obwohl sie schwarz, sie darf das wiederum. Schwarze dürfen alles. Also, ich habe das Gefühl, das sieht am ehesten nach ihr aus. Das Blonde sieht auch nicht scheiße aus. Ich muss sagen, das passt ihr sehr gut, aber sie hatte diese Streifen. Und wie gesagt, sie ist natürlich. Sie macht das alles nur. Das ist einfach, wenn du als Koch nach Hause kommst, willst du bestimmt auch nicht mehr kochen. Weißt du, also sie hat ihr normales Haar jetzt einfach hier nach der Dusche zum Geflochten und dann war es das auch. Ist das ihr Schweif oder? Oh ne, irgendwas ins Haar? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, sie will doch gerade weg davon. Okay, sie hat nichts im Haar. Leute, sorry, hier, wir können ein bisschen gucken. Hier alle Fans von Kitsch-Scheiße können das jetzt einmal genießen. So. Das ist jetzt ihr... Heißt das Schweif? Ich glaube schon, ne? Muss ja eigentlich dann das Gleiche sein. Das Gleiche wie oben, oder? Ist ja wie beim Menschen.
wenn eine andere Farbe hat, dann muss man sich fragen, was da passiert ist. Aber vielleicht auch so, das sieht aber eher aus, als ob sie gerade ein Dorito oder sowas gegessen hat. Das weiß nicht, als ob sie was anderes macht. Das sieht alles scheiße aus, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Kleine Scheiße, große Scheiße. Okay, nein, ich will doch einfach nur etwas, was passt. Guck mal, das sieht wenigstens aus, als ob sie gerade Regenbogen furzt oder sowas. Das ist wenigstens etwas. Nein, auch da will sie ganz in Ruhe erstmal. Da hat sie einfach beim Duschen jetzt hier ganz normal ihr. Das sieht alles blöder aus. Lassen wir das so. Oder? Obwohl das hier nach dem Duschen wahrscheinlich noch am ehesten aussieht. Sie hat sich noch nie. Sie hat ein bisschen geföhnt, weiß, lässt es aber so unter ihren Palmen, wo sie halt lebt. Da kommen wir bestimmt noch zu. Lässt sie es so an der Luft trocknen. Gut, machen wir das so. Das Glitzer geht gar nicht, aber schauen wir mal. Oh, mehr Kitsch-Scheiße. Oh, geil. Kitsch, 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 Kitsch. Kitsch, 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 Kitsch. Oh, da ist sie. Oh Mist, da ist sie durch das Blumenbeet getrabt. Hat die ganzen Blumen mitgerissen. Toll, sind alle tot jetzt. Da wird die Nachbarin aber freuen. Nein, weißt du? Hier, warte mal, was macht sie denn? Ist das nicht so ein Geschenk? Mach mich hinten auf? Schon gut. Es ist so ein bisschen wie bei Frauen der Rückentattoos. So, also der untere Beckentattoo. Naja. So ein bisschen. Ist ja auch nett. Ich finde es nicht schlecht. Es ist halt so ein bisschen on the nose, aber on the butt. Egal. Sie, wie gesagt, wir machen jetzt gerade kein Date mit dem Esel. Wir kümmern uns jetzt erstmal um. Oh, die Hufen. Nee, aber eigentlich sollte sie ja keine Hufen haben, ne? Ach, ich hätte vielmehr nach einem Date gehen sollen. Guck mal, wir könnten sie voll fick mich anziehen. Und der Esel wird sich voll freuen. Ich weiß nicht, ob der Esel auf sie steht. No means no. Aber, es ist so ein bisschen hübsch und dann sagen so, hey, wollen wir ein bisschen zusammen galoppieren? Warte, das hier. Boah. Und der Esel nur so, oh mein Gott, ich habe keine Chance. Und ist ja voll schüchtern. Der Esel traut sich auch nicht. Aber der Esel ist auch total dabei, hat voll Spaß bei seiner Rolle, obwohl es ein bisschen klischeebehaftet ist, aber er freut sich einfach, jetzt hier bei The Hills zu sein. Und er hat es ein bisschen schwerer als andere, als Einwanderer, aber er macht das Beste draus. Und das findet sie voll toll. So welche Männer liebt sie, die so selbstbewusst ihren Traum nachgehen. Och, also wirklich. Am liebsten würde sie jetzt einfach mit ihm kuscheln, während sie den Sonnenuntergang anguckt, weil sie haben kein Netflix. Aber halt einfach chillen. So. Was haben wir denn jetzt hier? Eine Maske. Ja, das kommt dann später. Die Maske kommt dann im Bett. Was ist denn? What the fuck? Ja. Eine Brille. Eine Brille. Eine Brille. Wir geben ihr eine Brille. Aber eine normale Brille. Weil sie liest das Skript nochmal durch. Für eventuell einen neuen. Also sie will vorsprechen beim Casting und ein bisschen mehr Sprechrollen. Ich meine, sie hat schon was. Also sie ist jetzt nicht nur im Hintergrund bei Unicorn, aber sie will mehr singen und mehr sprechen. Und da liest sie jetzt schon das Skript durch. Also die Arbeit, die ruht nie, sagen wir mal so. Aber okay, deshalb hat sie die Brille jetzt auf, braucht sie während des Ganzen nicht, hilft sogar, weil die Zuschauer machen ihr sonst Angst, Lampenfieber und so. Und wenn sie dann nur so verwaschen alles sieht, ist das ganz gut. Aber das Gute ist, dann kann sie immer, das weiß der Esel, und kann sie immer sagen, ah, ich muss ein bisschen näher kommen, um dich besser zu sehen. Und dann riecht sie ihn immer und sagt, ach, Esel riechen so viel besser. Also sie steht voll auf Esel. So, das ist übrigens total rassistisch und sollte man nicht sagen, dass Esel besser riechen als Unicorns, weil das ist cultural Discrimination, keine Ahnung, obwohl es ein Lob ist. So, sie hat auch hier ein kleines Halstuch. Das macht sie, weil sie mal schnell Zug bekommt hinten am Nacken. Es ist ziemlich viel Nacken und deshalb macht sie es gerne so ein bisschen rum. Es hilft ihr einfach ein bisschen. Weißt du, das ist einfach, das ist Feel-Good-Halstuch.
Und deshalb lässt sie das auch an. Aber sie will da auch nichts Besonderes, sie will kein Kitsch oder sowas. Aber sie mag ihr Batik-Tuch. Das hat sie nämlich mit ihrem kleinen Bruder damals gemacht, vor ein paar Jahren. Und sie vermisst ihn sehr. Wie gesagt, er ist immer noch auf dem Land. Und das ist halt ein Andenken. Und wenn sie das sieht, denkt sie an ihren Bruder und ist traurig, aber auch glücklich gleichzeitig. Was ist das jetzt? Ich habe keine. Oh mein Gott, ja, eine Decke, natürlich. Sie legt sich jetzt da schön hin unter der Decke und liest ihr Skript. Und die Decke ist so super gemütlich, hat sie von ihrer Mutter gekriegt. Ihre Mutter ist voll stolz. Und die Mutter hat ihr. Das sieht falsch aus. Das kommt später wieder. Das ist wieder für den Esel. So. Nein. Wo ist denn hier einfach eine Decke? Keine Decke. Es ist warm genug noch. Wie ihr seht, blüht alles noch. Es reicht. Aber sie hat eine Decke von ihrer Mutter bekommen. Sie ist voll glücklich, wenn es mal ein bisschen kälter ist. Einfach nachts rüber. Wohlig warm. Schön. Dann. Man kann nicht normal machen bei diesem Spiel. Es ist alles. Oh mein Gott, ist das Catch-Scheiß. So. Ja, sie probiert noch ein bisschen aus für morgen, ob alles richtig sitzt für die nächste Vorstellung. Und denkt sich nur so: Es ist schon schön, der Job. Den Job so zu haben, sie als Mädchen. Ich meine, sie ist immer noch ein Mädchen. Und sie mochte es schon immer, sich ein bisschen umzuziehen. Sie hat mit ihrem kleinen Bruder immer so ein bisschen Fashion-Show gespielt und hat da schon rumgetanzt und gesungen. Und das mochte sie, mag sie jetzt immer noch. Dass sie so viele Kostüme, es ist zwar stressig, die Kostüme immer zu wechseln, aber die ganzen Kostüme ausprobieren und anzuziehen, ist schon toll. Aber zu Hause, da geht sie nackig. Und da fühlt sie sich auch frei. Da kommt ihre Feministin-Ader durch und sagt sie einfach, siehst du, das könnte sie gar nicht, würde den Esel sie jetzt noch sehen. Beim Esel müsste sie sich irgendwas anziehen, aber sie würde sich natürlich irgendwas hier Süßes anziehen. Mit dem Fick-mich-Schleifchen. So, jetzt endlich. Natürlich hat sie Flügel, obwohl Einhörner haben doch nicht immer Flügel, oder? War das nicht Pegasus? Aber sie hat natürlich Flügel. Und sie muss sie manchmal wegstecken und das tut weh. Deshalb lässt sie jetzt richtig frei, weißt du? Und einmal, da haben sie ja nach der Vorführung, einer wichtigen Vorführung, noch ein bisschen getrunken. Und der Esel hat so ein bisschen besoffen auch erzählt. Das macht er zu Hause auch, bloß mit anderen Sachen. Und sie fand das voll lustig und auch ein bisschen pervers und fand das aber voll toll. Und wurde auch rot, es war voll süß, der Moment. Und er, oh nein, oh, das war peinlich und so. Aber er meinte nur so, er würde sehr gerne mal ihre Flügel sehen und sie natürlich. Und dann war das schon so ein bisschen, das war schon irgendwie das vierte Buch in einem romantischen Manga. Fehlen also nur noch 15, bis sie endlich zusammenkommen. Und das wollte ich ja, ne? Ich meine, das sieht auch schön aus, aber sie hat so richtig schwarze, hat sie von ihrer Mutter geerbt, ihr Vater nämlich, hat keine. Die wurden ihm gestutzt, als er klein war. Das ist eine andere Geschichte. Und die Mutter, und dann dachte er, niemand wird mich mögen ohne Flügel. Und seine Mutter fand das voll toll, weil sie meinte, nee, ich hab so Rabenflügel. Das mag auch keiner. Und sie doch, und er doch, ich finde das voll hübsch, wie die schwarzen. Es ist schwarz wie die Nacht, aber die Nacht kann so wunderschön sein und da bist du so romantisch. Und dann hat sie das auch bekommen und sie ist da sehr stolz drauf, weil sie sagt, nein, ich trage meine schwarzen Rabenflügel mit Stolz, auch wenn sie ein bisschen weit unten sind. Oder? Ja. Denn die sind halt auch am Arsch. Das ist aber schön. Deshalb traut sie sich noch, aber trotzdem, sie hat gemerkt, als der Esel gefragt hat, da hat sie dann gesagt so, oh nein, jetzt bin ich doch ein bisschen unsicher, aber sie fühlt sich einfach wohl und sicher mit dem Esel und deshalb hat sie gesagt, ja, irgendwann wird sie ihm das zeigen. Und da freut sie sich jetzt schon drauf. Ah, oh, wieder mehr Kitsch, warte. Ein Cupcake am Arsch. Das ist ja, isst mich ohne Ende. Oh mein Gott. Was ist, Mädchen, ihr seid alle,
Was ist das? Wer wählt das aus? Würde meine Tochter das auswählen, denn die kommt auf jeden Fall auf die Sonderschule. Auch wenn sie intelligent ist, mir egal. Sie muss bestraft werden. So, natürlich nicht. Das ist wieder nur für die Show. Sieht wunderschön aus. Die können ja auch gut aussehen. Guck mal, das hier bei einer Rave-Party. Warte, nee, das hier. Nein, das hier bei einer Rave-Party oder das. Super geil. Wenn die abdancen geht mit diesen Sachen, da guckt ihr natürlich jeder auf den Arsch, damit sie sagen kann, hey, guckst du mir auf den Arsch? Meine Brüste sind hier oben nicht. Weißt du, so ein bisschen. Und, aber andere Sachen gehen gar nicht. Das da sieht einfach nur, als ob ihr Bruder auf sie gemalt hätte. Naja, sie denkt sich nur so kurz noch drüber nach, vielleicht sollte sie mal wieder auf eine Party gehen, so richtig abdancen, jetzt, wo sie viel Fitness betreibt für Unicorn, kann sie bestimmt die ganze Nacht und denkt sich, weißt du was, ich frage. Nach der nächsten, für das nächste Wochenende frage ich den Esel, ob er mit mir nicht tanzen gehen möchte. Und dann macht sie sich hier mit diesen Tattoos richtig schön, dann kann der Esel so, wow, und dann sagt sie, yeah, guck meinen ganzen Körper an, woo! Ja, sie ist eine sehr coole, emanzipierte Frau, die gerne auch hat, wenn jemand, den sie mag, sie anguckt. Sie steht dazu. Dann müsst ihr sie jetzt gar nicht irgendwie runtermachen oder haten oder sowas oder sie beschimpfen. Das, ihr könnt sie gar nicht irgendwie sie runterbringen, weil sie ist ganz oben. Sie ist besser als ihr. Oh mein Gott. Plötzlich explodiert irgendwo was und überall kommen Naschen runter und sie stirbt an Diabetes. Ende. Was ist denn das für ein Scheiß? Das geht ja noch. Weißt du, sie mag es einfach da auf diesem Hügel zu lesen, weil da sind Schmetterlinge und die mag sie. Dann kommen plötzlich irgendwelche Alien-Flüssigkeiten. Was zur Hölle ist das? Sie hat einen kleinen Freund. Der Vogel, der lebt nebenan und der erzählt immer und der hat auch mal zugeguckt, der flog sogar dann hinter den großen Hügel zu ihrer Arbeit, obwohl er sich nicht so traut. Das ist der Pete und der Pete, mit dem redet sie immer über das und dann sagt er mal, hey, dann trau dich doch mal, der Esel mag dich doch bestimmt auch, komm Mädel, du bist doch total gorgeous, du bist so toll, du bist so hübsch und so witzig. Also er ist voll der Supporter. Und der lebt hier oben irgendwo. Und manchmal reden sie einfach noch so ein bisschen. Wie gesagt, einmal hat er sich getraut mitzugehen. Es war sehr anstrengend für ihn, aber er wollte seine beste Freundin unterstützen. Und Pete ist voll so ein Fels geworden, weißt du. Als sie ankam aus dem Dorf, da hat sie sich nicht getraut, mit irgendjemandem zu reden. Und Pete war so der erste Schritt. Und jetzt hat sie ihn getraut, den ersten Schritt zu machen. Also das ist wirklich so eine Symbiosenfreundschaft. Die helfen sich gegenseitig, ist voll nett. Also Pete ist immer für sie da und sie ist immer für ihn da. Pete ist auch ein bisschen einsam, schon immer gewesen. Er hat ein bisschen einen Komplex, aber mit seiner besten neuen besten Freundin und sowas. Er hilft auch, weil ihm ist manchmal langweilig und dann sagt er, hey komm, ich kann ja dich abfragen und sowas hier. Was ist denn dein Text? Also super Helfer und so. Also Pete ist super nett. Der beste Nachbar, den man sich wünschen kann. So, jetzt war mir klar, dass ganz am Ende der Hintergrund kommt. Ich mache die ganze Geschichte hier. Pete und sie also sitzen da jetzt da und lernen so ein bisschen Text. Sie erzählt so ein bisschen, wie süß der Esel war und so. Und er so, du wieder, mein Gott und so. Und dann sagt sie, heute lief es so gut. Ich habe so eine gute Laune. Ich glaube, ich bin glücklich. Lass uns mal in den Himmel fliegen. Und dann, Pete fliegt mit und es ist einfach alles schön, weil wir gucken uns mal alles an. Das macht keinen Sinn. Also, nee, da hinten könnte da ihre, wo sie, das sind die Hügel und da hinten ist, wo sie auftritt. Das könnte sein, ihre Arbeit. Guck mal, da steht wenigstens, da haben sie gut gemacht. Hier steht sie wenigstens auf etwas, aber ein bisschen postermäßig. Das ist das Poster für Unicorn. Sie wird die neue Hauptdarstellerin. So. Nein, komm. Sie bleiben zu Hause. Voll entspannt, weißt du. Wir müssen ja nicht immer alles ändern. Jules und Pete
voll entspannt, sie freut sich, sie hat es in die Hand genommen, sie hat ihren Traum wahrgemacht, sie ist immer noch dabei, weiterzumachen, sie hört nicht auf zu träumen, sie hat schon geholfen, sie hat schon Leute kennengelernt, die sie sehr mag, schon einen Esel, der Esel will sie bald einladen und so weiter. Es gibt noch richtig viel zu tun und zu erleben, aber den wichtigsten Schritt hat sie gemacht. Es war zwar schwer, von ihren Eltern wegzugehen, von ihrem Bruder, aber sie ist jetzt ihre eigene Frau und das ist auch super. Wir sind alle für Jules, OTP, Jules und Esel, und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, dann schaltet immer montags ein bei Kika. Macht das da Sinn? Egal, bei Kika kann alles irgendwie kommen, ist mir aufgefallen. So, das war Unicorn Dress Up for Girls. Von einem Mann gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Jules. Mit mal nicht kitschig vollgekotzt, sondern einfach mal leger am Abend. So wie wir alle mal einfach. Nee, so sind wir meistens alle. Bei uns ist es genau andersrum. Jetzt verstehe ich langsam, warum es diese Spiele gibt, weil wir alle faul sind. Und alles projizieren auf andere. Ich nicht. Jules ist ein eigener Charakter. Ich bin nicht Jules. Vielleicht sollte ich sein. Vielleicht sollten wir alle mehr Jules sein. Und uns einen Piet suchen. Und einen Esel. Da gibt es dann später noch eine extra Version auf anderen Kanälen. Bis dann. Tschüss.